Gleich haben wir einen ganz, ganz tollen Gast hier bei uns im Sat.1 Frühstücksfernsehen, Racine. Racine, genau. Sie sieht blendend aus, 22 Jahre alt, ein absolutes Ass an der Geige, auf der Geige, wie es genau heißt, das wird sie uns gleich sagen. Sie musiziert seit ihrem dritten Lebensjahr und gehört mittlerweile zu den besten Geigerinnen der Welt. Und das mit 23. Unglaublich, oder? Sie hat ein Album veröffentlicht, auf dem sie auch Michael Jackson Songs spielt. Wir wollen natürlich ein bisschen Live-Musik hören, gleich hier bei uns im Studio. Michael Jackson auf der Geige. So haben Sie eine Violine noch nie gehört. Wie die Stargeigerin Racine ihr Idol Michael Jackson auf einer Stradivari interpretiert, erleben Sie live. Die hübsche Ungarin ist zu Gast bei uns, jetzt. 7.29 Uhr, guten Morgen. Was für ein Geburtstagsgeschenk, oder Matthias? Vielen herzlichen Dank, Racine. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ist heute im Studio. Eine wunderbare Musik wird uns gleich hier ein. Wir freuen uns, dass du da bist. Du spielst Geige. Ich freue mich auch, ja. Jetzt spielen alle irgendwie Schlagzeug oder Gitarre. Für dich ist Geige das Schönste. Warum? Ja, also es liegt in der Familie. Mein Vater ist auch ein ganz großartiger Musiker und Geiger. Und er hat mich da an die Geige geführt. Und aber jetzt würde man ja meinen, ne, man spielt so die Klassiker, irgendwie Mozart oder was weiß ich, was es da noch so gibt, ja. Mhm. Aber du spielst Michael Jackson Songs? Ja. Das? Ich bin ein riesen Michael Jackson Fan, schon immer gewesen, und seine Musik hat mich immer berührt. Ich studiere zwar klassische Musik, aber sowas wollte ich schon immer mal machen, und das hat auch super viel Spaß gemacht, und ich bin auch super glücklich, dass ich mal die Erfahrung gemacht habe. Ja. Das klingt auch absolut irre. Wir haben schon was gehört. Gerade geprobt, bleiben Sie hier unbedingt dran. Ich habe so eine Gänsehaut. Das lohnt sich definitiv. Also Racine heute Morgen bei uns hier im Studio. Racine ist heute Morgen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Racine, du hast mit David Garrett, dem absoluten Star-Geiger, im Sandkasten gespielt. Aber nicht Geige, oder? Nein, nicht Geige. Ja, es ist schon ziemlich lange her. Also wir haben uns das letzte Mal gesehen, da waren wir noch Kinder. Ja. Und so gut kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, aber... Aber ist schon so sicher, ne? Ja, ist ein Schnuckelchen. Da haben wir ihn im Bild, er war auch schon mal hier bei uns im Studio. Ist schon ein bisschen her, bald genau ein Jahr, David Garrett. Aber du hast gestern gespielt? Ja. Hier in Berlin auf der Victory Gala. Das war eine große Gala, wo starke Frauen, starke Persönlichkeiten geehrt worden sind. Genau. Und du warst da der Hauptshow-Act. Wie war das für dich? Ich war super, toll. Ja ganz klasse. Wir gucken uns mal ein paar Bilder an. Die erste CD dieser jungen Dame, die ist mittlerweile auch auf dem Markt, A Tribute to Michael Jackson. Genau. Warum Michael Jackson Songs mit der Geige? Ja, also ich bin ein riesen Michael Jackson Fan, immer schon gewesen, und das war schon immer mein Wunsch, irgendetwas in Verbindung mit Michael Jackson zu tun. Mhm. Und da sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Wie schwer ist eigentlich Geige spielen? Ziemlich schwer. Ja, ne? Du hast ja ganz früh angefangen, glaube ich. Mit 3. Mit 3. Mhm. Durch deinen Vater, der ist selber ein großer Virtuoso, oder? Genau, Und du hast dann mit 3 Jahren, wie gesagt, angefangen. Wie war das am Anfang? Wie hat sich das angehört? Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie das damals war. Mein Vater hat damals meine Schwester unterrichtet auch, Violine. Mhm. Und ich bin dann als 3-jähriges Kind immer ins Zimmer gestürzt, wo die geübt haben, und wollte meiner Schwester immer sagen, wie sie es machen soll. Ja. Und habe dann so lange gequatscht und genervt, bis irgendwann mein Vater gesagt hat, ja gut, komm, ich kaufe dir eine kleine Geige. Hat er mir so eine kleine Geige gekauft, und dann habe ich angefangen. Jetzt ist es ja so, wir sehen hier noch mal ein paar Bilder von dir auch. Ja. Das war gestern Abend. Erstmal in diesem wunderschönen Kleid. Die Geige, das ist ja klassische Musik eigentlich. Du studierst ja auch klassische Musik. Ja. Jetzt so ein bisschen in diese Pop-Richtung. Wie reagieren die anderen darauf? Wie reagiert diese klassische Szene darauf? Also ich hoffe mal gut. Ja. Ich hoffe mal gut. Ich war schon immer ein bisschen flippiger als diese normal klassischen Musiker, und es macht mir super viel Spaß. Ja. Jetzt ist es ja kein Instrument, was irgendwie bei der Jugend so total in ist. Oder geht dir das anders? Erlebst du das anders? Weil ich kenne, alle wollen E-Gitarre spielen und Schlagzeug spielen oder so. Ja, aber ich finde, es ist mal Zeit, dass die Geige mal ganz nach oben kommt und populär wird. Was ist das Faszinierende an der Geige? Das Faszinierende. Also, es ist ja nicht so wie bei der Gitarre oder so, dass man Bunde hat und so weiter.
Also ich finde, unter anderem ist es das schwerste Instrument überhaupt zu erlernen. Kannst du uns mal, bevor du uns gleich eine Kostprobe aus deinem Album gibst, Tribute to Michael Jackson, vielleicht mal ganz kurz was zeigen. Ja, du hast ja gerne eine Geige mit, die ist übrigens über 200 Jahre alt. Dieses Modell für unser eins wahrscheinlich unbezahlbar, das ist ein richtiger Schatz, oder? Ja, man kann sagen so... Der Porsche unter den Geigen. Der Porsche unter den Geigen. Ich weiß, du hast da was Kleines drauf, das wollen wir uns jetzt mal anhören. Liebe Zuschauer, auf geht's. Du bist bereit? Ja. Genau, komm mal im Sitzen auch und jetzt werden Sie die Finger fliegen sehen. Passen Sie auf. Hier. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen auf das, was gleich kommt. Eine unglaubliche Fingerfertigkeit und dieses Album Tribute to Michael Jackson, Sie werden es jetzt gleich hören, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Vielleicht gehen wir einfach mal nach vorne. Wir haben ja für dich unser kleines Showlicht aufgebaut und da wollen wir uns das jetzt mal angucken. Was wirst du spielen aus dem Album? Smooth Criminal. Smooth Criminal. In diesen Tagen könnte es ja nicht aktueller sein mit Michael Jackson. Genau. Ne? Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit Racine, Smooth Criminal aus ihrem Album A Tribute to Michael Jackson. Es ist im Handel erhältlich und ich sage einfach Bühne frei. Viel Spaß. Racine.